Who's this? Sau. Komm her. Das finde ich schön. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück hier zur 45. Folge von Dying Light 2. Und ich wurde hier direkt... Das ist direkt in die Abmod reingegangen. In die Abmod, würde ich schon sagen. Die Anmod und... Das habt ihr auch gesehen, oder? Das halte ich für... Hab ich den gerade da über die Insel geschwattet? Okay. Also, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, noch bevor ich hier von den ganzen Gegnern in meiner Anmoderation unterbrochen wurde. Herzlich willkommen zur 45. Folge von Dying Light 2. Wir haben in der letzten Folge versucht, die Lampen zu finden, hatten hier den Suchtrupp von... Wie hieß er nochmal? Ach, jetzt sehe ich, das haben wir doch alles schon gemacht. Hey! Hello? Over here. Das hatten wir alles schon gemacht und das hat es wieder nicht abgespeichert. As always. Ich denke nicht, dass ich dead bin. Holy shit! Was ist denn mit dem Goonsmasher los? Komm her, mein Junge! Komm her! Scheiße. Mann! What? Wo kommst du denn her? Okay. Also ich sollte treffen. Dann macht der Goonsmasher solche Dinge. Das ist ja mal insane. What? Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, oh. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Ach Mann, das ist doch blöd. Komme ich denn jetzt am besten wieder hier hoch? Nee, da solltest du dich nicht hoch. Du solltest möglichst hier an der Wand laufen. So, an der Wand laufen, hier hochspringen. Jetzt kann ich sicherlich mich hier nicht festhalten, weil der ist so blöd dazu. Na gut, dann, jetzt. Ich hab's geschafft. Das war ja total easy. So, jetzt darf ich nur nicht nochmal wieder aus Versehen runterfallen. Sau. Komm her. Das finde ich schön. Also so macht Spaß. Das muss ich zugeben. Das hat irgendwie alles viel Schönes. Cool. Da freue ich mich. Hallo, wir haben schon mal miteinander geredet. So, wir wollen über die Lampen was herausfinden. So, was ich auch vorhin gesagt habe, nachdem ich wieder unterbrochen wurde von der Feststellung, dass ich das alles schon mal gemacht habe und dass alles nichts Neues ist. Wir haben jetzt hier herausgefunden, wo sich die Lampen befinden sollen, die wir für Matt besorgen sollen. Also für Jack Matt, hier ist er, glaube ich, der Anführer der Peacekeeper. Und also wir wissen, dass sie irgendwo oben sind. Wo genau, weiß ich zwar jetzt auch noch nicht, aber und wir die da jetzt auch endlich abholen können, damit wir auch hier mal ein bisschen weiterkommen. Aber, und das hatte ich auch noch, oder
hatten wir dann von dem Franzosen, dessen Name ich vergessen habe, dann auch gehört, dass es, dass er nicht genau weiß, wofür Jack und Matt wirklich diese Lampen brauchen. Und er zumindest in Zweifel zieht, dass er sie für, oder dass er sie halt einfach nur für sich braucht, oder ob da nicht doch vielleicht mehr dahinter steckt. Und das können wir vielleicht jetzt in der Folge rausfinden, wenn wir hier mal ein bisschen aufgeräumt haben. War das auch in der letzten Folge schon so extrem? Ich find's lustig. Die machen ja gar nichts mehr hier. Aufgeladen und tschüss. Bye bye. So. Drei güldene Münzen. So, komme ich denn hier jetzt weiter hoch? Nee, ich glaube nicht. Hey, wo kommst du denn her? Geh wieder zurück, da wo du hergekommen bist. Oh, der hat gar nichts dabei. Nicht gut. Oder liegt das an dem Rampage-Event, was hier gerade stattfindet? Ich habe dazu keine Benachrichtigung bekommen. Aber womöglich hat es auch damit zu tun. Vielleicht ist es ja gar nicht dieser absolut tolle Goonsmasher, sondern das aktuell stattfindende Event. Es macht jedenfalls Spaß, das kann man nicht anders sagen. Also so viel Kritik, wie ich an dem Spiel auch bisher gelassen habe, das gebe ich ja zu. Aber das Kampfsystem ist nach wie vor schön. Also das Kampfsystem ist immer, auch wenn ich bin halt einfach nicht gut darin, aber das kann ich jetzt dem Kampfsystem hier nicht an, oder dem Spiel jetzt nicht anlasten. Dass ich halt einfach ein schlechter Spieler bin. Das war close. Das war auch close. Ich spiele hier ein bisschen mit dem Feuer. Aber das Kampfsystem ist nach wie vor ziemlich... ziemlich snappy. Man hat auch das Gefühl, dass wenn man hier kämpft, dass die Schläge, die man bei den Zombies und auch bei den Gegnern verteilt, dass die auch wirklich wirken. Also es wirkt irgendwie realistisch. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Aber auf jeden Fall hat man das Gefühl, man würde tatsächlich auch da mit einem Hammer auf Zombies eintreschen, sage ich mal so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich... Okay. Also, ich kämpfe mit Sicherheit gleich gegen einen ziemlich dicken Zombie. Oh, was ist denn noch? Ein Tape? Und haben hier auch schon ein paar UV-Pilze verteilt. Wohl wissend, dass man hier vermutlich dann auch später das UV-Licht hier oder zumindest ein bisschen seine Infektiosität zu kämpfen hat. So, hier drin liegt mit Sicherheit noch einiges an Loot. Kann ich das aufmachen? Nee. Kann ich hier drüben rein? Nee. Hier drin scheint der zu sein. Ah nee, hier ist es. Meine Güte, ich bin aber auch schlecht.
So, ein Upgrade ist available. Dann können wir doch mal hier die Health nach. Die Gesundheit ein bisschen nachziehen. Und wir haben einen weiteren Wall-Run-Jump. Naja, machen wir das weiter. Wir können hochspringen, während wir einen Wandlauf, einen Wall-Run machen. Kann nicht schaden. Und jetzt gucke ich mal hier, wo der Zombie ist. Bist du? Bist du hier? Ey, wir befinden uns ja quasi auch mittlerweile schon da, wo die Lampen sich befinden sollen. Zumindest wirkt es auf mich so und es klingt jedenfalls auch sehr unheilvoll. Oder ist das? Oder müssen wir hier irgendwie das nochmal stimmen? Da stand ja was mit. Wir müssen mit dem GRE-Key irgendwas aktivieren. Cool, das habe ich ja richtig gut gemacht. Mache ich gleich nochmal. Kann er sich da nicht festhalten? Wusste ich's doch. So, und ich schätze mal, nachdem wir das ja aktiviert haben. Cool. Hat er wieder mal richtig gut gemacht, anstatt mal abzuspringen oder so. Während hier die Sirenen ertönen. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Wie soll ich da rankommen? Okay, also ich weiß nach wie vor nicht genau, was wir hier jetzt machen sollen. Vor allem, wie ich da hochkomme. What am I supposed to do? Ich schätze mal nicht, dass ich runterspringen sollte oder sowas. Ich soll auch die Container absuchen. Das ist eher das, was ich machen sollte. Vielleicht bin ich deshalb nicht wirklich vorwärts gekommen. So, die Frage ist, wo finde ich jetzt Dinge? Der hier ging ja nicht auf. Ha, ich muss vielleicht einfach die Tür aufmachen. Mensch. Und hier ist auch schon der dicke Zombie. Den ich da die ganze Zeit so schön gehört habe. So, vielleicht muss ich hier aufmachen. Also irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig, wo vorne und hinten ist. So, ich weiß nicht, was mir das hier alles bringt. Nicht hier irgendwie rüber? Nee. Hä? Ah, das hat mir halt rein gar nichts gebracht. Ich weiß literally nicht, was ich machen soll. Ich bin echt gerade überfordert wieder mal. So, hier hoch muss ich nicht. Offensichtlich bringt das nichts. Hier rein kann ich anscheinend hier auch nicht so richtig. So, hier irgendwas aufmachen kann ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gebe ich gerne zu. Ich weiß nicht. Nein, ja, hier ist noch eine komische Truhe. Die wird mir definitiv nicht weiterhelfen, oder? Doch, hier sind die Lampen. Oh, meine Güte, ey. No.
Das war ja einfach. Meine Güte. Bin aber auch blind fürs Offensichtliche. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aiden? What's going on? Luan? Ugh. I'm fine, but I took a fall. The lamps are busted in this one. Gotta take care of that thing up top and check the other container. Admit it. Juan's your type. What? Luan, get lost. Mann, sind wir nicht so... Warte mal, nee, das muss schon... Ist schon oben. Okay, sehr gut. Hoppala. Tschüss. Tschüss. Nee. Nicht tot. So was Blödes. Mhm. Ja, das war einfacher als gedacht. Gut, na, haben wir das doch total easy geschafft. So, die Frage ist, ob ich jetzt hier reinkomme. Ach, natürlich, jetzt komme ich rein, weil hier ist jetzt ja die... Jetzt kann ich hier die Tür aufmachen, weil da hing ja der andere Container dran. Wow. Ist ja viel Stuff drin. Oh, well. That's more like it. Hey, Demolin, got your lamps. A dozen crates, maybe more. All untouched. Merci, Aiden. You did your job well. Unfortunately, Sebastian didn't make it. I'm sorry to hear that. Poor boy. I so wanted to show him my father's shop. There's too much for me to carry on my own, and no way I'd make it through the infected while loaded down. The boys can get to the roof and manage the lamps themselves. Gut, na Mensch, dankeschön. Hey Juan, we secured the lamps, but the squad hit a snag when the renegades... Shh, not over the radio. Come to my quarters on the ship. Nein, mein Loot! Mein Loot! War so schön. Nun gut, aber wir müssen in... Mach bitte weg. So, wir müssen in 600 Metern müssen wir Horn finden. Aber ich weiß gar nicht, wie weit fortgeschritten die Folge ist. Es gab vielleicht einen kleinen Cut zwischendrin. Aus diversen Gründen. Und, also weil ich kurz telefonieren musste. Deshalb, womöglich habt ihr den kleinen Cut gemerkt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war ich unfassbar subtil. Ich glaube es aber nicht. Egal, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie lang die Folge ist. Vielleicht hat sie heute, ist heute sehr, sehr kurz geraten. Wer weiß das schon. Das wird sich zeigen. Aber ich würde sagen, wir schauen dann in der nächsten Folge nach, was Horn da zu sagen hat. Und genau, wir schauen dann in der 46. Folge, wie es weitergeht. Falls diese Folge jetzt ein bisschen kurz ist, entschuldigt bitte. Die nächste hat dann aber höchstwahrscheinlich garantiert Überlänge, wenn ich mich daran erinnere, dass ich das hier in der Folge am Ende versprochen habe. Auch dafür kann ich nicht garantieren, aber trotzdem könnt ihr ja trotz aller Fehler gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, gebt dann einen Daumen nach unten, abonniert aber bitte trotzdem unseren Kanal und schaut gleich beim Streamstag mit rein. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut, tschüss.